Also streng juristisch betrachtet ist ein Arbeitsvertrag ein zweiseitiges Rechtsgeschäft, welches durch übereinstimmende Willenserklärung zustande kommt. Heißt im Prinzip einfach nur, dass der Dienstnehmer und der Dienstgeber sich über sämtliche Punkte des Arbeitsvertrags einig sein müssen. Wichtig ist, dass diese Willenserklärung frei von Pflicht und Zwang ist. Weiters ist auch natürlich darauf zu achten, dass im Dienstvertrag keine Klauseln enthalten sein dürfen, die gegen Gesetz oder gegen die guten Sitten verstoßen würden. Nein, ein Arbeitsvertrag muss nicht schriftlich geschlossen werden, es reicht natürlich auch die Mündlichkeit. Aus Beweiszwecken empfiehlt es sich natürlich eindeutig, dass man das wirklich schriftlich festhält, damit der Dienstnehmer und der Dienstgeber natürlich wissen, okay, was gilt jetzt als vereinbart. Sollte es aber eine solche Vereinbarung nicht geben, also keinen Arbeitsvertrag, dann gelten in erster Linie die gesetzlichen und die kollektivvertraglichen Bestimmungen. Also ein Dienstzettel wird unter den meisten Leuten unter so einem Dienstvertrag light verstanden. Tatsächlich ist es aber gar kein Dienstvertrag, sondern eigentlich nur eine Auflistung der wichtigsten Eckpunkte eines Arbeitsverhältnisses. Die bekommt man als Dienstnehmer vom Dienstgeber. Unter anderem steht da drinnen Name und Anschrift des Dienstgebers, wann ich zu arbeiten beginne, natürlich Entgeltbestandteile, also wie viel verdiene ich und die Arbeitszeit. Wenn ich länger als einen Monat dort arbeite und keinen Arbeitsvertrag, also einen schriftlichen Arbeitsvertrag bekommen habe, dann kann ich einen solchen Dienstzettel auch wirklich beim Dienstgeber einfordern. Ja, grundsätzlich, so wie bei jedem anderen Vertrag, gilt natürlich, wenn ich einmal etwas unterschrieben habe, dann hat es Rechtswirksamkeit. Das heißt, ich muss mir wirklich im Vorhinein Gedanken machen, bin ich mit dem, was da drinnen steht, einverstanden? Gibt es vielleicht irgendwelche nachteiligen Klauseln? Was die nachteiligen Klauseln betrifft, hier gibt es noch von uns ein extra Video. Aber wenn ich mir unsicher bin, im Zweifel wirklich bei uns anrufen, zu einem Termin vorbeikommen, am besten mit dem natürlich nicht unterschriebenen Dienstvertrag, und dann kann man sich den immer zusammen noch einmal anschauen.